Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Computer und deren Funktionsweise. Das letzte Mal haben wir uns diesen Computer angesehen, der jetzt da hinten oben liegt. Das Mainboard und so weiter, dass das alles mögliche verbunden hat. Jetzt würde ich es ein bisschen genauer erklären. Überlegen wir uns noch einmal, was wir für Komponenten gesehen haben. Also es gab Komponenten. Und zeigen wir es einmal ein. Zeigen wir einfach Komponenten ein. Ja, also, wir hatten, an Komponenten hatten wir ja eine Festplatte. Ich schreibe einfach Festspeicher, weil es schließt alle möglichen Typen an Festplatten mit ein. Es sind ja normalerweise keine Speicher, keine Platten mehr, sondern es ist ja, heutzutage ist es ja ein Flashspeicher. Dann haben wir einen Hauptspeicher. Dann haben wir einen Prozessor. Eine Grafikkarte. Die auch oft eingebaut ist. Ja. Das sind so die wichtigsten Komponenten, würde ich sagen. Ja. Und alles verbunden. Wird das ganze Zeug von dem sogenannten Mainboard oder Hauptplatine Mainboard. Ja, das verbindet das alles physikalisch miteinander. Da sind noch ein bisschen andere Chips drauf, auf die komme ich gleich zu sprechen. Also das sind die Komponenten. Okay? Komponenten. Jetzt stecke ich das alles zusammen, drücke am Knopf und dann, ja, Strom brauche ich noch, ja, das gehört aber eigentlich nicht zum Computer, das gehört nur dazu, dass er funktioniert. Jetzt drücke ich am Knopf, setze es unter Strom und was passiert dann? Ja? Was passiert dann? Ich meine, der Computer dreht sich auf, ja. Aber woher weiß der Computer, was er machen soll? Ich meine, da gibt's ja nichts drauf. Ja, ich meine, der Prozessor, der ist ja im Hauptspeicher, haben wir das gelöscht, da ist nichts drinnen. Was passiert da? Es gibt eine sogenannte Firmware. Ja, die sitzt am Mainboard drauf. Da. Firmware heißt es. Firmware. Die ist schon fix am Computer drauf. Ja, da brauche ich gar nichts reinstecken. Ja, gar nichts, ja. Sondern das ist ein Programm, welches praktisch mitkommt mit dem Mainboard. Das ist auf dem Mainboard aufgeflanscht, ja, und das kennen Sie dort aus. Ja. Deren einzige Aufgabe, die Firmware, ist, dass Sie sich am Mainboard auskennt. Ja. Das weiß genau, was es machen soll. Ja. Früher hat diese Firmware geheißen, BIOS, ja, das war das Basic Input Output System. Jetzt heißt UEFI, Unified Extendable Firmware Interface, glaube ich. Ist aber wurscht, wie das heißt. Ja? BIOS oder UEFI, die Aufgaben sind klar umrissen. Die Aufgabe ist, erstens einmal checken, ist alles da, was ich brauche. Ja? Pass auf, haben wir eine Festplatte, haben wir genügend Hauptspeicher, haben wir einen Prozessor, haben wir eine Grafikkarte.
Ja, passt, passt, check, 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 check. Das ist das, was der Computer am Anfang macht. Ich drehe ihn auf, Firmware, jetzt habe ich gut geschlafen, danke. Und schaut nach, welche Sachen alles drauf sind und ob die Firmware so alles findet, was zum Arbeiten braucht, was der Computer zum Arbeiten braucht. Ja, ist das erfolgreich beendet? Ja. Dann sagt die Firma, passt, legen wir los. Ja. Fangen wir an, bitte. Ja. Schaut auf einen speziellen Ort auf dem Festspeicher nach. Das hat früher mal Masterboot Record geheißen, jetzt heißt es ein bisschen anders bei den UEFIs. Auf einen speziellen Ort im Festspeicher nach und wenn es dort ein und versucht dort ein Programm zu starten. Ah, okay, passt. Alles ist in Ordnung, wir sind bereit. Ich starte jetzt das Programm, was ich genau dort auf der Festplatte finde. Und dieses Programm heißt Betriebssystem. Ja? Da drüber thront das sogenannte Betriebssystem. Ja. Da haben wir zum Beispiel Windows, Linux und so weiter, macOS und so weiter, das Betriebssystem. Ja. Also die Firmware überprüft die Hardware. Hardware ist alles, was ich angreifen kann. Ja, check. Und zweitens startet das Betriebssystem. Ja, zack. Und das Betriebssystem, ja, hat nach oben hier, da gibt es eine Benutzerschnittstelle. Die mehr oder weniger kompliziert ist, ja. Heutzutage sind wir gewohnt, dass wir da Fenster aufziehen und so weiter. Benutzerschnittstelle zum Bedienen. Zum Bedienen. Des Computers. Ja. Und was machen wir mit dem Computer? Starten Programme, ja. Zum Beispiel. Programmaufruf. Eingaben, Berechnungen, Ausgaben, Internet surfen. Ja, also das Betriebssystem stellt das einfach zur Verfügung. Ja, das stellt eine Umgebung zur Verfügung, wo man sagt, okay, da drücke ich drauf, da startet das Programm und so weiter. Aber was muss denn passieren, um das Programm zu starten? Ja, was muss passieren? Ja? Das Programm muss irgendwie von dem Festspeicher da, von der Festplatte, in den Hauptspeicher rüberkommen und dann muss irgendwie der Prozessor das Programm abarbeiten aus der Hauptspeicher, soll ein bisschen auf der Grafikkarte was herzeigen, wenn da irgendwelche anderen Netzwerkschnittstellen und so weiter, soll Daten holen und so weiter, soll das Programm einfach, aber wer bringt das von dem Festspeicher in den Hauptspeicher, das Betriebssystem? Das war es ja eigentlich, ich meine, es ist ja gestartet worden von der Firmware, was jetzt da drunter abgeht, weiß nicht, interessiert es das überhaupt, weiß nicht. Deswegen gibt es da zwischen den zwei Sachen, gibt es eine Schnittstelle. Ja? Also da gibt es eine Schnittstelle zwischen den zwei Sachen. Gibt es regen Datenverkehr. Aber da sagt das Betriebssystem zum Beispiel der Firmware, pass auf,
dort und dort findest du es, das lädst den Hauptspeicher und die Firmware macht das. Ja. Das, die Firmware, das sind diese Chips, die wir auch gesehen haben, wo auch diese Kühlrhythmus, das ist schon, da geht schon ganz schön ab, auch, ne, was da passiert. Also das Betriebssystem ist unmittelbar abhängig von der Firmware, dass da eben eine gewisse Schnittstelle zur Verfügung stellt. Die Firmware stellt ein paar Funktionen zur Verfügung und das Betriebssystem nutzt es und ja, so funktioniert das. Ja, so funktioniert das. Und das, was ich gerade beschrieben habe, das war die sogenannte Boot-Sequenz. Ja, dann schreibe ich da drauf, Boot-Sequenz. Boot, komischer Name, ne? Boot, das heißt Stiefel. Also es gibt eine Stiefelsequenz. Warum heißt das so? Na, früher, wenn man aufs Pferd gestiegen ist, hat man sich vorher die Stiefel anziehen müssen, hat also die Stiefel hochgezogen an seinem Bein, hat an den Bootstraps, das sind die Schlaufen an den Stiefeln, die Boots hochgezogen, hat gebootet, hat sich selbst gebootet und dann ist man fertig gewesen für den Ausritt, für das große Abenteuer auf der Ponderosa oder auf der Ranch des Vertrauens. Und deswegen heißt das so. Ja? Wir booten. Wir fahren hoch, sagen wir auf Deutsch, auf Englisch booten wir. Dann stiefelt man. Wir stiefeln. Stiefeln, ja. Also, erstens. Firmware. Macht einen Hardware-Check. Ist alles da? Passt. Check, 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 check. Allen Komponenten. Zweitens, Firmware. Startet an einer speziellen Position des Festspeichers das Betriebssystem. Drittens, Betriebssystem führt Befehle des Benutzers aus und greift auf die Komponenten über die Firmware zu. Es gilt nicht für alle Komponenten, manche Komponenten greift es direkt zu, aber sagen wir mal, so stellen wir uns das jetzt einmal vor. Wir wollen nicht da uns in irgendwelche Details verlieren. So funktioniert der Computer. Hardware, Firmware, hast nicht wirklich Software, weil es ja eigentlich zu Hardware gehört, weil das ist irgendwie untrennbar damit verbunden. Ja. Firmware, ja, starten wir Betriebssystem, das ist schon Software. Ja. Und das stellt eben die Benutzerschnittstelle zur Verfügung und dann geht's ab. Ja, so funktionieren Computer. Das nächste Mal werden wir uns ein Betriebssystem ansehen, nämlich Windows. Ja, weil Windows ist das am weitest verbreitete Betriebssystem, zumindest auf Computern, sage ich mal. Ja. Ich weiß, manche würden sich Linux wünschen und so weiter, aber wir bilden ja unsere Schüler für das aus, was sie im späteren Leben auch wirklich bedienen. Und wenn jemand Linux bedienen wird, ja, dann handelt es sich dort wahrscheinlich ohnehin um einen Spezialisten oder die Majorität, der größte Teil, ja, wird Windows bedienen. Deswegen schauen wir uns Windows genauer an. Ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.